Hallo, mein Name ist Manfred. Ich bin ursprünglich gelernter Gastronom, gebürtiger Linzer, habe die Hotelfachschule in Bad Lernfeln besucht und war halt bis zu meiner Scheidung bin ich dann nach Salzburg gegangen. Da habe ich mich dann selbstständig gemacht und dann habe ich halt so meine zweite Scheidung gehabt und dann habe ich so Burnout gehabt. Also die Wärmestube und die Frieda, wir sind das Tageszentrum für Wohnungslose. Das heißt, wir sind für Menschen da, die in der Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit sein oder von der bedroht sein. Wir haben das ganze Jahr offen, das heißt auch Weihnachten, Ostern, alle Feiertage. Ja, das erste Mal in der Wärmestube bin ich in Kontakt gekommen, weil ich zurückgekommen bin von Salzburg, momentan keine Wohnung gehabt habe. Und da habe ich gesagt, okay, billiges Essen. Dann habe ich geschaut, okay, wo kann ich duschen gehen? Und seitdem komme ich halt regelmäßig her. Also gerade während der Covid-Zeit jetzt, beziehungsweise auch während dem Lockdown, da waren ja Menschen, die eine Wohnung gehabt haben, die haben ja nicht zu uns kommen können, sondern sich nur Essen abholen. Aber Menschen, die auf der Straße stehen, also obdachlos sind, die haben natürlich ihre ganzen Grundbedürfnisse decken müssen. Die haben duschen müssen, die haben Wäsche waschen müssen, die haben schauen müssen, dass sie in ihrem Bereich praktisch ihr Leben weiterführen können. Und da hat man gemerkt, wie wichtig die Wärmestube für die Menschen ist, um das machen zu können, weil es sonst keinen Ort gibt, wo sie hingehen können. Außer es kommt einmal was dazwischen, dann komme ich mal nicht, aber sonst jeden Tag. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber ich lasse mich jeden Tag anschauen. Unterhalten, Kaffee trinken, mit Leid reden. Einfach nicht alleinig sein. Also wir haben wirklich Personen, die haben studiert, die haben einen Studienabschluss, die waren auch voll mit ihrem Studium im Job und sind aber aus dem Job dann irgendwann rausgefallen, zum Beispiel über Burnout, Depression. Dann gibt es aber die anderen, die haben nicht einmal irgendeine Stelle abgeschlossen, die haben keine Ausbildung abgeschlossen. Das ist bei weitem der größte Teil unserer Besucher, die keine abgeschlossene Ausbildung haben. Und für die ist es extrem schwierig, wieder einen Job zu finden. Die Nähe, die Leid, du bist nicht alleinig. Ich mag das nicht, wenn ich alleinig bin. Nur weil ich arm bin, heißt nicht, dass ich nicht einen Kontakt brauche und auch ein Leben haben will. Da muss man miteinander einfach auch das Leben ein Stück weit zelebrieren, um wieder den Mut zu haben, selber weiterzugehen. Seit einem Jahr kriege ich kein Geld. Aber ich lebe. Ich lebe. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Nimm jeden Tag nicht. Wenn gerade Menschen, die auf der Straße stehen, eine Wohnung finden, dann können sie sich oft die Anmietkosten, also eine Kaution und die erste Miete, nicht leisten. Aber gerade diese Starthilfen sind so wichtig, dass wir hergeben können. Und auf dieses Geld sind wir halt aus einem Spendentopf angewiesen. Und darum das herzliche Danke für jeden, der uns wirklich eine Spende zukommen lässt. Ich wünsche mir für die Zukunft eine Arbeit, damit ich Geld verdiene, dass ich mir wieder eine Wohnung leisten kann.